So, die neuen Aufgaben sind da, Welten treffen aufeinander. Hat natürlich mit den Rissen zu tun und was jetzt alles im neuen Update vorkam. Also, ich denke mal, wir machen jetzt direkt zusammen, nutze einen Riss und besuche eine Risszone. Also ist eigentlich ziemlich simpel. Ich glaube, das Ganze kann ich sogar in der Arena-Runde machen. Ganz entspannt. So, wie ihr seht, zwei Abonnenten fehlen noch. Also wem ich hier irgendwie deaktiviert. Was nennt man der denn hier? Solo. Also wirklich. Nochmal von vorne. Also wie ihr seht, es fehlen noch zwei Abonnenten. Dann haben wir die 30 erreicht. Also jedem, den ich weiterhelfen konnte oder schon helfen konnte, wäre echt nett, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. So unterstützt ihr mich und gleichzeitig habt ihr die Chance, den Passive-Code zu knacken. Also in der Zeit, wo ich hier noch am Laden bin, gerne ein Abo da lassen, Daumen nach oben. Das wird's halt echt feiern. So. Kratzfatz. Wie gesagt, müsste eigentlich, egal welchen Modus ihr spielt, in einer Runde machbar sein. Ich hoffe halt nur, dass jetzt nicht alle die gleiche Idee haben. Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich auch nur hier die zwei Aufgaben machen können, weil ich gleich noch unterwegs bin und dann, wenn ich heimkomme, muss ich die anderen Aufgaben alle machen. Beziehungsweise euch dann zeigen. Jo, dann warten wir. Sind wir wieder im berühmten Ladebildschirm. Und alle, die abonniert haben wegen Rettet die Welt, ich denke mal heute, beziehungsweise generell Donnerstag, wird es schwierig, da noch ein Rettet die Welt hinzukriegen. Weil ihr seht ja, wir haben jetzt 5 Uhr, also bei mir. Und da alle Aufgaben zu machen, Donnerstag. Und dann noch eine Rette die Welt Folge. Ich denke mal, dann mache ich das bald anders da und gehe hin und lade Mittwoch schon eine hoch. Und wie heißt es? Gibt ihr erst Donnerstag frei, damit ihr halt auch bei Rette die Welt ein bisschen was seht. So, wir machen erstmal den Riss und fliegen dann in eine Risszone. Dazu müssen wir, jetzt muss ich gerade selber nochmal gucken, da unten hin. Da, wo die Statue war, meine ich, müsste eigentlich jetzt ein Riss noch sein. Wenn die Statue noch da ist. Wie gesagt, ich spiele zurzeit. Ja, die Statue ist noch da. Ich spiele zurzeit eigentlich überhaupt kein Battle Royale. So, jetzt hoffe ich nicht, dass irgendeiner dieselbe Idee hat. Ja, sieht gut aus. Können wir nämlich noch gerade die Truhen mitholen. Den Riss benutzt und dann fliegen wir direkt schon in die Risszone. Also wie gesagt, so simpel ist halt in einer Runde easy machbar. So, dann schauen wir mal, was wir hier an Kills machen können. Wenn wir nicht direkt schon so weggeholt werden. Nein, na. Puh, Glück gehabt. Aber das hat er nicht schlecht gemacht. Wieder so, mal wieder weg. So, der Gegner ist definitiv unter mir. Über mir oder unter mir? Ich bin gerade. Natürlich kommt er von rechts. Ah. Die haben sie aber auch jetzt alle getroffen. Warte mal, gerade gucken, wie der Digga ausgeht.
So, wie gesagt, so haben wir jetzt beide Aufgaben gemacht. Einmal nutze einen Riss, dann besuche eine Risszone. Wie gesagt, einmal bei der Statue landen, ihren Riss benutzen und direkt tiltet reinfliegen. Und so habt ihr beide Aufgaben auf einmal erledigt. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Meine Kugel ist gerade, oh, stark. 4 Kills. Ich sage, in Tilted kann man eigentlich zurzeit am einfachsten Kills machen. Weil die meisten eigentlich so überfordert sind, weil sie nicht bauen können. Alle sind so auf Reflex bauen. Wenn sie einen Gegner sehen, hören oder einen Hit bekommen. So, aber jetzt wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte, lasst gerne ein Like da, Abo da lassen. In dem Sinne, haut rein.